Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, meine Freunde. Wir machen hier weiter mit der letzten regulären Galaxie, nämlich der Feuereruptionsgalaxie. Ja, hier geht's heiß her. Also, passend zur Jahreszeit, ne? Ja, also, im Winter so eine Feuergalaxie zu spielen, ist schon echt geil, muss man mal sagen. Überwinde den Feuerkessel. Tja. Entweder ihr holt euch jetzt Schnee von draußen, den Schnee von gestern. Oder ihr schnappt euch aus dem Tiefkühlfach irgendwelche Eiswürfel und macht sie euch irgendwo hin, damit ihr hier einen kühlen Kopf bewahren könnt. Musik schon mal sehr episch. Hier haben wir einen riesigen Vulkan, wie in Paper Mario 1. Wo Mario ja auch im Vulkan war und entkommen musste. Er brach ja am Ende auch aus. Mal gucken, ob dieser Vulkan auch ausbricht. Ich weiß es nicht mehr, aber wir gehen mal hier weiter voran. In der Tat ist das hier eine recht schwierige Galaxie, aber ich finde sie geil gemacht. Atmosphärisch und so richtig, richtig Bombe. Ja, mit den Gitter und mit der ganzen Lava und ach, das hat was, Hier wird wirklich so eine starke Hitze vermittelt. Ja, hier alles im roten Farbton und dann der große Vulkan und nur Feuergegner, Feuerfontänen aus Lava und aus dem Boden auch, ey. Das ist so übel, ey, was hier für eine Hitze vermittelt wird. Schon geil gemacht, muss man mal sagen. Was bewirkt dieser Schalter? Der graue Schalterpalast, den gab es eigentlich nie. So, wow! Fast hätten sie mich getrollt. Aber nicht mich. Mich kann man so leicht nicht trollen. Was gibt's denn hier? Irgendwas Secret in Secret Mission. Ich bin der Spion auf geheimer Mission. Und da will ich rein. Und bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Und jetzt hier Alarm für Cobra 11. Der Vulkan bricht aus Mario in den letzten Moment. Fliegt da weg, ey. Ist das nicht geil inszeniert? Ich glaube, man kann sogar in den Vulkan rein. Irgendwie ging das. Naja. Lalala, ey, du, da hast kein Stierteil. Ich bin voll süchtig, ey. Oh, und ich habe kein Geld für McDonalds, ne? Deswegen. Naja, gib mir ein paar Stierteile. Da gehe ich mich auch mit zufrieden. Ja. Mama Mia, du bist ja wirklich verfressen, ey. Ja, schade, ich habe leider auch kein Geld. Ich meine, ich habe Geld, aber ich bin zu geizig und zu geldgeil. Muss der Big Tasty halt bei dir warten, ey. Oh mein Gott. Müssen wir halt hier nochmal ein bisschen hinspielen. Damit wir die 80 Sternteile bekommen. Das ist ja schon ganz schön viel. Nein, ich will nicht den Upilz. Sowas habe ich doch nicht nötig. Naja, wir hatten schon Parts, wo man dachte, ja, dass ich noch nie Mario gespielt hatte. Sagen wir es mal so. Wow! Feuriger Planet! Schnell weg da! Da will ich gar nicht erst drauf landen. War so geil inszeniert, die mit den ganzen, Lava-Fontänen, die hier immer wieder reinschießen und wieder rauskommen. Das ist super geil. Die Galaxie, die finde ich sowieso eine der besten. Zählt zu den besten, ist wirklich richtig, richtig super. Mir gefällt sie wirklich sehr gut. Oh! Oh, oh, oh! Dieser Sternschiff wird bewacht von Lava-Fontänen. Von Lava-Geysieren oder wie man es auch immer nennen möchte. Naja, da kommt schon ordentlich Rauch raus, ne? Also, unter dem Planeten sind wahrscheinlich Kettenraucher irgendwie so eine Kneipe. Obwohl, man darf ja in Kneipen nicht mehr rauchen. Aber was habe ich da letztens gesehen bei Facebook? Es gibt jetzt sogenannte Raucherluken. Das ist richtig geil. Da, der rauchen will, den Kopf durchhalten und die Arme, dann sieht es so aus, als wäre er irgendwie so ein Sträfling, der gerade hingerichtet wird an Galgen, bei Guillotine oder so, und dann, ja, der Raucherbalken geht halt nach draußen, ne? Dann guckt der Kopf und die Arme nach draußen, zur Straße hinten raus. Das ist so lol. Und dann kann er halt draußen rauchen, weil draußen ist ja noch erlaubt. Richtig geil. Ja, in Amerika ist draußen auch nicht erlaubt. Da gibt es nur so ein paar Ecken, wo die rauchen dürfen. Naja. Wir sollten uns hier lieber beeilen, denn der ganze Shit droht hier unterzugehen. Die Lava steigt.
Bedrohlich schnell sogar, deswegen beeilen wir uns lieber mal ganz schnell. Und das hier nur mit einer Energieeinheit fahren wir voranfahren. Zu übel. Nein, Mario, es tut mir leid. Ja, wie tut dir leid, Ich hab mir jetzt schon den Arsch verbrannt, Das kannst du nicht mehr rückgängig machen, Ich will dein Schmerz ins Geld, Mario. Da müssen wir heute nicht drüber reden, oder? Das Geschäftliche. Außer wir kommen jetzt hier heil an. Da wären wir uns so einig, oder? Ja, aber bitte schnell, Okay. Nichts wie hoch da auf diesem Mount Everest. Oh mein Gott, Mario, was machst du denn? Oh mein Gott, du machst mich echt fertig. Du bist ja schon ein kleiner Honk, ne? Oh mein Gott, hier, diese ganze Felsbrücke. Oh Mann, leck mich doch. Ja, wenn man nicht irgendwie dagegen eine Wand stoßt oder so, geht es. Okay, was passiert jetzt? Ja, los, mach doch hin, die Lava, den Schild nicht. Ich hab's erst nicht gecheckt. Man muss hier einen Wandsprung vollführen. Los! Jetzt schnell. Wenn wir das jetzt schaffen, dann bin ich gut. Dann bin ich so gut, Dann möchte ich, dass ihr euch vor mir verbeugt und gut zieht. Nein, Spaß. Aber trotzdem, das wäre echt geil. Ich will das so schaffen. Komm schon. Nein, du wirst mir nicht den Sieg versauen. Yes! Yes! Nicht gecheckt, dass der Wandsprung machen muss und trotzdem noch geschafft, weil mir die Münze den Tag gerettet hat. Durch die Münze haben wir noch wieder eine Energieeinheit zurückbekommen und das hat mich gesaved. Die eine Münze hat mich gesaved. Da hat Mario doch einen Grund dazu, geldgeil zu sein. Da haben die YouTube-Partner einen Grund dafür, geldgeil zu sein. Oh mein Gott. Immer diese Vorurteile, aber naja. Ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. What the fuck? Beim Luft gab es auch einen. Das war mir nicht mehr bewusst. Damals zwei Gourmet-Luma noch. Die kann ich doch alle gar nicht versorgen. Da müssen sie wohl in, zur Tafel müssen die gehen, ne? Tafel für Obdachlose, dass sie auch was zu fressen kriegen. Können sich dann da Nahrungsmittel holen. Deswegen, der Luma, viel Spaß. Fragt mal bei Tafel nach, ob die auch Sternteile im Angebot haben. Naja. So ist es. Wie sieht es mit der zweiten Aufgabe aus? Durch den Meteoritenregen. Ja, das hört sich ja sehr heilend an. Not. Oh mein Gott. Die Welt ist untergegangen. 2012. Aber wir leben doch noch. Egal. Ja, durch den Meteoritenregen. Ja, sowas gab es doch schon in New Super Mario Bros. Wii und Wii U und Super Luigi U und Super Mario 3D Land und 3D World. Und wie oft gab es diese Meteoriten eigentlich schon? Das ist unbelievable. So what? Where can I get the fire flower? Where is the fire flower? I need the fire flower to produce some huge flames. The burning flames of evil. Nehmen wir ernst, wo gibt's denn die? Feuerblume? Ich hab die doch nie vernachlässigt. Das hättest du noch merken müssen, liebe Feuerblume. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, wie soll das funktionieren? Hab ich einen Fehler begangen und hab ich irgendwas übersehen? Irgendwie ist das schon ein bisschen merkwürdig. Komm, du mal her. Du kannst mir bestimmt die Erleuchtung bringen. Oh ja, man muss echt mit den Arsch arbeiten. Als ob der irgendwie eine Beachtung von mir bekommen würde. Nein, kriegt er nicht. Auch wenn er mir geholfen hat. Nein, du bist nicht erwähnenswert, du kleiner Lava-Typi. Oh, das geht ins schwarze Loch. Hier wäre ich fast zerquetscht worden. Schön. Sehr gastfreundlich, unsere Bros hier. Ach, Twom, warum bist du nur so fies? Warum bist du so gemein zu Mario? Das finde ich nicht so nett. Nur weil Bowser dich aufgehetzt hat, oder was ist dir los? Auf in den Stern! Oh yeah! Zu einem neuen Planeten, neues Terrain! Das sieht doch sehr geil hier aus. Ohne Witz, ich finde die Galaxie so gut. Einfach nur gelungen. Oh, Sternchips suchen. Im Meteoritenschauer, natürlich. Erinnert mich so ein bisschen an Advance Wars. Oh, fuck.
Erinnert mich so ein bisschen an Advance Wars. Kennt ihr das? Richtig geiles Spiel, Advance Wars. Bei 1 und 2 Advance Wars 1 und Advance Wars 2, wie heißt das nochmal? Black Hole Rising heißt es, genau. Und da gab es ja diesen Bösewicht, der Oberschurken, der nannte sich Sturm. Sturm, ne, wie Wirbelwind, ne, Sturm, S-T-U-R-M. Ja, und der hatte halt Spezialfähigkeit, auch Meteorit. Konnte Meteorit auf die gegnerischen Einheiten schleudern und der hat dann richtig Schaden gemacht. Er hat die ganzen Einheiten fast weggebasht. Alter, was geht denn hier eigentlich ab? Ich stelle mich ja heute wieder richtig, richtig gut an. Ironie vor der Wien. Ironie vor der Wiener Schnitzel. Ja, Meteoriten. Ich weiß, ich mag euch auch. Ihr seid heiß. Ihr seid heiß. Dafür bin ich cool. Puh, aber das Oberstall. Wow. Alter. Aber wir haben es überlebt. Böse Meteoritenhagel. Ja, und das alles ohne Loop-Pilz, ne? Aber ich krieg das hin hier. Schon einmal wieder 2 Energieeinheiten und schau mal wieder 3 Energieeinheiten. Seht ihr, Freunde? Wer hat denn sowas nötig? Also so Pilz. Puh. Ich doch nicht. Selbst in der schwierigsten Galaxie nicht. Ja, kann man sehen, wie man will, ob das jetzt die schwierigste Galaxie ist. Aber die schwierigste reguläre Galaxie vielleicht. Ach komm, Kugelwilli! Hallo? Kugelwilli! Klopf, klopf, wer ist da? Keiner ist da? Ah doch. Er hat nur eine lange Leitung. Oh, das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja bereits. Nee! Der Spastikus hat uns den kaputt gemacht. Seriously? Los, Kugelwilli. Ich weiß, dass du es drauf hast. Zeig mir, dass du ein Held bist. Für die Republik. Flieg, wie es noch keiner getan hat. Und so wollte ich das sehen, Kugelwilli. Du bist ja doch zu was gut. Ich hab dich sehr wohl unterschätzt. Ja, was kann man so sagen? Nee! Nee! Hey, mein Name ist Schildhilf. Haben wir uns nicht schon mal getroffen? Jedenfalls, hier kommst du nur mit dem Sternball weiter, wenn du aufsteigst. Richtig, Shit da oben, nein, den Shit, um dich zu bewegen. Also, um zu springen. Der Sternball und Schüssen und Schuck. So, im Meteoritenhagel und auf Lava. Schlimmer kann's auch nicht mehr werden, oder was? Das gefällt mir nicht. Das ist doch saugefährlich. Er kann hier gleich Suizid begehen. Aber Mario ist ja so wagemutig. Scheiß doch drauf. Er hat kein Leben mehr zu verlieren, oder was soll das? Ja, im Grunde genommen hat er sogar nur 9 Leben zu verlieren. Oh, aber wir kriegen keinen Schaden dadurch. Ist ja auch mal cool. Oh, nee, es gibt wie ein Schweizer Käse. Oh, wer hat's erfunden? Die Schweizer. Ich sehe das schon hier. Das gibt's doch nicht. Boah, ey, da waren die Schweizer aber ordentlich am Werken, ne? Ey, ihr seid doch verrückt, ihr Schweizer. Ihr Schweizer. Nee. Wir können die nicht bei den Käse bleiben, die Schweizer. Mensch, irgendwann reicht's auch mal hier, ne? Und jetzt hier noch sowas. Als ob mir dieser Sprung gelingen will hier, ne? Natürlich. Warte ich lieber auf den großen Kreis. Und los! Nein! Ne. Und das ist wieder so ein typischer Fail von mir, ne? Er schafft die schwierigsten Parcours. Aber beim letzten Sprung, wo kein Mensch failt, wo nur so eine Mini-Lücke ist, da failt er. Was ist das für ein Let's Player? Der ist so komisch drauf, ne? Schwierigste Sachen schafft er und dann sowas Billiges nicht. Alter, das sind keine guten Voraussetzungen für Challenge Ball. Da müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten. Na egal, ich mach jetzt hier einen auf Speedrun! 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 Geronimo! Yes, so wird's. Okay, dieser Parcours ist nicht schwer, nur dieser letzte Sprung. Der ist einfach scheiße, Mann. Mario, verpiss dich. Verschwinde aus meinen Augen. Du bist peinlich. Ich krieg hier die Krise. Ich schaff das doch nie. Ich bin ein Lappen. Und Jump. Yes. Dein Skill ist ja atemberaubend. Entweder nur mit Anlauf oder nur der reguläre Weg. Und ich entscheide mich letzten Endes für den regulären Weg. Der lag mir besser. Wie man hier sehen kann. Ganz obligatorisch, ne? Der liegt mir besser.
So einen schnellen Tod hat es noch nie gegeben. Oh mein Gott, hab ein bisschen mehr Geduld. Und schon rast er wieder los, ne? Und schon rast er wieder los. Oh, war das knapp. Du bist doch lebensmüde. Ja, diese Selbstgespräche, ne? Oh, da liegt ein One-Up. Alter, ich habe die Remote nicht nach vorne gemacht. Motion Gaming. Wie ich Motion Gaming liebe. So crank. Ne. Ja, wieder an der Lieblingsstelle von mir. Mua, mua, mua. I love it. Not. It sucks as hell. Apropos hell. Yes, size. Yes! Der schwierigste Sprung, wo kein Mensch auf diesem Planeten fehlt, habe ich gemeistert. Gemeistert? Du gut gemeistert. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Leute. Ist das nicht was? Ist das nicht was? Wo ist denn der Applaus? Leute, der Applaus. Dann halt nicht. Rede ich nicht mehr mit euch. Braucht gar keine Kommentare schreiben. Ich rede eh nicht mehr mit euch. Ihr seid so fies zu mir. Ich hab meine Gefühle verletzt. Wie konntet ihr nur? Ich bin auch nur ein Mensch. Okay, lassen wir's. Seriös, wie immer hier am Start. Okay, Punkt, Ausrufezeichen, so sieht's aus. Speichern. Diese ganzen Fails müssen natürlich gesichert werden. Dritter Stern, Fragezeichen. Ausrufezeichen, der dritte Stern. Wahoo! Mario freut sich schon. Der dritte Stern, den habe ich gern. Ich glaube, hier gab's den Boss. Der Dino Piranha. Ja, Dino Piranha. Erster Stern. Ne, zweiter Stern. Erste reguläre Galaxie. Aber was ist passiert in der Zwischenzeit, wo wir ihn besiegt haben? Der Dino Piranha. Wir hatten doch schon Dino Piranha besiegt. Ist das etwa sein Vater oder so? Wer weiß. Wir werden uns durch den Parcours erstmal durchskillen müssen, um meine Antwort darauf zu kriegen. Ach, ihr komischen Irrlichter. My God, ihr seid nervig. So. Hey, ihr kommt aber einfach so aus dem Nichts. Ne? Könnt ihr nicht mal eine Ankündigung machen? Ey, nee, so geht's aber gar nicht. Ihr seid nicht mehr meine Freunde, ihr Lavafontänen. Ich hab euch ja mal gemocht, aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Halt, stopp. So, nehme ich natürlich noch die Coin mit. Denn mit einem weiteren Treffer würden wir gerüstet werden. Und, naja. Ich stehe so auf Brathähnchen und nicht auf Brat Mario. Ich bin noch nicht zum Kannibalentum übergegangen. Nein. I'm sorry. Oh Mann, was der wieder labert heute. Oh mein Gott, was haben wir hier denn? Fontaine Action. Tja, aber wirklich, in der kalten Jahreszeit hier, Winter, ist das was Feines, oder? Fast wie in der Sauna. Thermalquellen Deluxe. Das war sehr knapp, Mario. Du hast dein Leben riskiert. Piu, der hätte man, glaube ich, so auch hoch können. Ich schätze schon. Ich ignoriere mal die ganzen Gegner. Oh, okay, fuck. Hä? Muss ich besiegen oder was? Hier geht's nicht weiter. Warum geht's hier nicht weiter? Ich will aber, dass es hier weitergeht. Warum denn nicht? Nein! Boah, ich will nicht gerüstet werden. Oh, nicht flammiert werden. Oh, nicht gebraten werden. Auch nicht gekocht werden. Ich koche schon genug vor Wut. Nee, Spaß. Yay, du musst echt alle Gegner bashen. Gut, dass man mal hier einen Hinweis kriegt, ne? Ey, ist ja irgendwie klar, ne, wenn es hier sonst wie weitergeht. Mir war es von vornherein klar. Wow! Mario hat wenigstens seinen Spaß. Ich hab ihn auch. Diese Dinger, die gab's übrigens auch in Donkey Kong Country Returns. In der Lava-Welt. Da gab es noch diese ganz nervigen Feuerkometen, sag ich mal. Die richtig auf den Sack. Genau in dem Design. In der Lava-Welt. Die ja sowieso nur auf Schikane aus war. Bei DKCR. Hier finde ich die eigentlich relativ human. Ich finde sie sogar gut. Wer hat denn was gegen die Lava-Galaxie? Ich. Find sie epic, oder was meint ihr? Ich find sie einfach nur geil. Und
Der Sternchip war geil geholt. Die Musik hat auch was Style. Die hat was. Aber wo sind denn die anderen Sternenchips? Sieht so ein bisschen so aus wie so eine Zielscheibe, ne? Gab's ja in Galaxy 2, wo man dann mit Kanonen irgendwie in der Mitte treffen musste. Da gab's so One-Up. Und da gab's auch so ein Parcours, wo man dann genau zielen musste, um zu überleben und so. Das erinnert mich da so ein bisschen dran. Wie beim Schießstand hier. Oh mein Gott! Wir müssen uns lieber geduldig hocharbeiten hier. Denn nur die Geduld zahlt sich aus. Da kommen wir noch hoch! Da kommen wir noch hoch! Ey, das sei, dann kommen wir da auch hoch! Boah, im Hintergrund voll der Lava-Zyklon oder so. Richtig geil. Feuerwirbel hat ein Glurak wohl Feuerwirbel eingesetzt. Oder was ist doch Lavados? Ah, die paar Sternteile da. Oh! Nicht so hoch. Yay! Yeah. Sternteile! En masse! Von Stern zu Stern! Egal ob nah oder fern. Und da sehen wir Dino Piranha wieder. Allerdings ist Dino Piranha und Feuer! Ja, ich hol schon gleich die Feuerwehr. Aber können wir es sich erst so ein bisschen regeln? So ein bisschen mit Worten oder so? Ja. Okay, wir werden uns, glaube ich, heute nicht mehr so ganz einig, ne? Also, ich spreche auch deine Sprache nicht und Google-Übersetzer labert eh nur Shit. Also, muss ich das ein bisschen anders regeln? Also, wir klären das und Männerart, ne? Wir kriegen das schon hin, oder? Dino Piranha. Oh, das war ein Schwanz. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht nehmen. Nein, ich stehe nicht so auf Schwänze. Nein, nein, nein. Das tut mir ganz doll leid. Muss jetzt hier nicht ausrasten. Ich habe mich doch entschuldigt. Oh Mann, ich weiß, dass man nicht gerne an Schwanz anderer packt, aber... Aber, oh, ey, das war jetzt ein Ausrutscher. Oh, das tut mir wirklich leid. Oh mein Gott. Ja, jetzt musst du jetzt nicht noch dein Chili auskotzen, was du eben gefressen hast. Nee, nee. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Oh mein Gott, nein. Ich will... Oh nein, ich nähere mich schon wieder deinem Weichteil. Oh nein, ich bin schon wieder ausgerutscht. Nein, Mama Mia, ich will dich doch gar nicht begrapschen. Ich bin doch nicht hier Homo. Oh, das tut mir jetzt leid. Oh, es führte sogar zum Tod. Oh, 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 oh. Kann man das nicht nochmal kleben oder so? Kann man da nicht nur einen Arzt holen? Mario? Was? Dafür ist es jetzt zu spät. Du musst als Mörder leben. Ach so. Das bist du ja sowieso schon, das musst du sowieso schon. Denn du hast ja schon zahlreiche Gumbas und Koopas und tausend andere Gegner auf dein Gewissen. Massenmörder, der gehört hinter Gitter, der Typ. Und den Donkey Kong Junior. Da hat er ja auch Donkey Kong weggesperrt. Ah, der ist schon sehr kriminell, der Mario. Also, ich kann seine kriminelle Energie spüren, definitiv. Und sie fühlt sich warm an. Nicht, weil er sich in die Hose gepisst hat, nicht, weil wir gerade in der Feuerwelt waren. Nein, die kriminelle Energie, die strahlt Wärme aus. Genau richtig, für eine kalte Jahreszeit. Oh mein Gott, wenn das einen ein halben Jahr guckt und Hochsommer ist, dann werdet ihr diesen Part hier hassen. Oh mein Gott, oh, so viel geschafft, so schnell. Eigentlich möchte ich jetzt hier schon ganz gerne beenden, aber... Ich weiß nicht, was der letzte... Nee, komm, Freunde. Wir beenden hier. Und... Nee. Moment mal. Ah, doch. Ja, doch. Das ist ein guter Zeitpunkt zu beenden. Wir haben den nächsten Part. Den Secret Star. Ja, wir haben ja den Luma gesehen. Beim ersten Stern gibt es den Secret Star. Da haben wir noch den Kometen und noch wahrscheinlich eine Galaxie vom Gourmet-Luma. Und danach, meine Freunde, werden wir in die Challenge-Galaxien gehen, bevor wir zum Final Bowser aufbrechen. Das wird jetzt richtig geil. Der nächste Part wird jetzt noch vielleicht so lala, aber danach müsst ihr unbedingt einschalten, wenn es heißt Challenge Galaxy und Final Bowser. Es wird so bombastisch geil. Freunde, nicht verpassen die nächsten Parts. Daumen hoch, falls euch gefallen hat, falls ihr das Video gerne favorisiert. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Danke fürs Anschauen. Macht's gut und haut rein.